zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, und das hier ist ein ganz, ganz besonderes Video, denn ich habe versucht, möglichst viele meiner YouTuber-Kollegen, meiner Content-Creator-Kollegen, aber auch eben Leute aus dem Livestream zu mir in dieses Video zu holen. Ihr kennt das Format Community-Uhren, wo jeder aus meiner Community 3 Uhren vorstellen darf. Und das habe ich jetzt praktisch einfach angewandt auf einige meiner Kollegen. Ich habe einige gefragt, nicht alle hatten Lust dabei zu sein und ein paar habe ich auch gar nicht gefragt, weil ich möchte mir natürlich einen Teil 2 und 3 offen halten. Aber mit dabei sind in diesem Video der Harry Liebling, der Watchmax, also der Axel, der Markus, der Uhrenratgeber. Ich bin natürlich dabei und habe ich jemanden vergessen? Ja klar, der Watch David, der tatsächlich den längsten Part eingereicht hat im positiven Sinne, sodass ihr einiges zu gucken habt. Ich mache jetzt hier dieses Intro, dann seht ihr meine ganzen Kollegen mit ihren Uhren. Ich verlinke euch auch die jeweiligen Accounts unten in der Videobeschreibung und ich schließe dann das Video mit meinen 3 Favoriten. Zu Gast bei Flomp, Florian, sehr geil. Vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich habe euch 3 Daily Rocker mitgebracht. G-Shock Bamford, meine Tudor Black Bay Heritage und noch 2 Squale, die Kulttaucheruhren. Kurz zu mir. Mein Name ist David, ich habe 2018 den Uhrenblog watchdavid.de gegründet. Seit letztem Jahr habe ich auch einen Uhrenshop, watchdavid.shop. Dort gibt es viele meiner Fotouhren zu sehen und zu kaufen und auch ein paar kleinere Marken aus Frankreich oder ähnliches. Sowas Geiles gibt es da zum Beispiel, wenn ihr so auf Taucherhelme und ein bisschen Vintage-Charme steht, dann seid ihr da genau richtig. Auch in meinem Uhrenblog findet ihr viele Reviews, hier zum Beispiel Hanhard. Kommt in Kürze ganz neu raus und ach, ich habe hier so viel rumliegen, Leute. Eine Octon, auch sehr geil, habe ich schon ganz lange hier. Oder auch eine richtig geile Rückseite hier, guck mal hier. Ich bin sehr mit den Microbrands verbandelt. Ich bin Uhrenfotograf auch seit den 2000ern, arbeite für über 150 Uhrenmarken mittlerweile und habe dadurch natürlich auch direkt die Zugänge zu den Marken. Und ja, und heute geht es praktisch um die 3 Uhren im Schnelldurchlauf. Was sollte das jetzt mit dem Hai? Ganz einfach, man sieht ihn auch auf den Zifferblättern, der Squale. 1521er, 50 Atmos, 500 Meter Wasserdichtigkeit. Das ist mal eine Ansage. Guckt euch doch mal das Schnittchen hier an. Richtig Hammer, oder? 1521 Classic. Die blauen 1521er nennt Squale Ocean. Das heißt, blau ist immer Ocean, Classic ist immer schwarz. Innerhalb dieses Modells gibt es jeweils 3 Referenznummern. Einmal am Meshband, einmal am Lederband und einmal am Silikonband. Ist eigentlich ganz einfach zu merken, wenn man es einmal weiß. Auch bei der blauen ist das natürlich mega geile Farbe, finde ich. Die rockt richtig. Am braun gebrannten Arm sieht natürlich richtig geil aus, ja. Also guckt euch das bitte mal an hier. Und es ist ein super eigenständiges Design, wie ich finde. Es hat auch so eine richtig schöne Tiefe, das Gehäuse. Die Uhren haben mich von Anfang an angemacht. Ich meine, seit 75 Jahren gibt es mittlerweile die Marke. Immer noch familiengeführt, war nie in irgendeinem Konzern eingegliedert oder ähnliches. Und selbst während der Quarzkrise, als die Firma Maggi nach Mailand mit der Company gegangen ist, hat man schöne Uhren produziert. Unter anderem eben auch für das französische Militär oder die italienische Staatspolizei oder. Und auch heute macht man natürlich richtig coole Ticker für die italienische Marine. Die Kampftaucher und tragen diese Uhren. Wurde gerade letztens erst ein Sondermodell rausgebracht, da habe ich auch ein eigenes Review geschrieben, könnt ihr euch gerne mal angucken. Da wurden erst 70 Uhren direkt feierlich übergeben an die ganzen Soldaten, dass die alle dann diese Uhr tragen. Ja,
Ist schon sehr cool, ne? Mittlerweile ist die Company wieder in der Schweiz, wo sie auch herkam. Von Büren hat sie ja gegründet. Es ist auch, deswegen sagt man auch, es ist das klassische von Büren Design, das klassische von Büren Gehäuse. Es ist sehr eigenständig und zeitlos, wie ich finde. Wo man sich natürlich ganz klar dran gewöhnen muss, ist das Logo. Am Anfang habe ich gedacht, ey Leute, ihr habt mir eine falsche Uhr geschickt, ihr habt euch verdruckt. Auch schön hier die Rückseite. Säuregeätzte Rückseite mit dem Boden. Hier schön Silikonband. Auch gerade schön bei der Hitze jetzt zu tragen. Ich hatte sie jetzt letzte Woche bestimmt 4-5 Mal am Arm. Die Uhr habe ich auch selber gekauft. Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt hier rumliegt und ich die jetzt einfach trage und irgendeiner kriegt die dann, wenn er eine neue Uhr kauft. Die habe ich gekauft direkt bei Squala, weil ich von den Uhren einfach selber zeugt bin. Und ja, ich kann nur sagen, ja, die Uhr, guckt euch doch das bitte mal an. Das ist doch einfach nur mega geil. 500 Meter. Ja, sogar die Lünette ist verschraubt und, und. Und wer es nochmal richtig krachen lassen will, der holt sich eine kostzertifizierte. Gibt's auch. Die sind aber heiß begehrt, da sind nicht immer alle da. Ich habe hier die glänzende Chirurgenstahl-Version. Klar, da sind natürlich auch ruckzuck Mikrokratzer drin oder wenn man mal an der Schublade hängen bleibt oder so. Ja, das muss jeder für sich selber wissen. Es gibt die Uhren auch in Sand gestrahlt. Blasted nennen sie sich dann. Black Blasted oder Blue Blasted gibt es auch. Kommen wir noch kurz zu den Eckdaten. 42 mm haben wir hier. 13 mm Gehäusehöhe. Im Inneren tickt ein Sellita SW200-1 Elaboré Automatikwerk. Tropical Band. 500 Meter Wasserdichte haben wir. Das ist halt auch echt geil. Gangreserve ist 38 bis 40 Stunden. Datumsanzeige. Hochglanzpoliertes Edelstahlgehäuse. Lack-to-Lack 48,4. Ich habe ein 17er Handgelenk. Also sie passt super, kann ich nicht anders sagen. Verschraubter Boden. Verschraubte Krone haben wir hier, die fast gar nicht rausguckt. Wir haben hier eine verschraubte Lünette. Das hat auch nicht jeder. Schaut euch die Uhren einfach mal an, wenn sie euch interessieren. Und ihr sie vielleicht noch nicht kennt oder vielleicht doch schon kennt. Und sagt, ah, ich war mir immer nicht so sicher. Ich kann euch nur raten, macht sie mal an den Arm, macht sie ans Handgelenk. Und dann werdet ihr sehen, ob sie euch catchen oder nicht. Bei mir war es sofort der Fall. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich mir eine geholt habe. Tudor Black Bay 7922 0N Barbossa. Warum eigentlich Barbossa, werden jetzt viele sagen. Guck mal hier. Da steht's drauf auf der Umverpackung. Und zwar ist im gleichen Jahr 2015 auch Fluch der Karibik 5 rausgekommen. Und ja, da kursieren eben die Gerüchte, dass es dort die Zusammenhänge gibt zu Barbossa, Captain Jack Sparrows Erzfeind. Und ja, das finde ich ziemlich cool. Gerade so eine Piratenstory. Ob da was dran ist, keine Ahnung. Tudor wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Aber ich bin mir sicher, dass irgendeiner von euch auch hundertprozentig weiß, was mit diesem Barbossa gemeint ist. Ich mag die Piratenstory dazu, denn diese Uhr ist einfach nur mega cool. Sie hat eben schön die Snowflake-Zeiger, das Smiley-Face oben mit der goldenen Rose. Das ist bei der neuen Variante nicht mehr so, die 30er, denn dort ist alles gerade. Und es gibt zum Beispiel bei der neuen Variante auch kein zweites Band mehr. Das ist die Verpackung der Uhr. Hier das Innere. Ich hasse diese Hochglanzdinger. Und hier ist dann praktisch die Uhr drin. Und das zweite Band. Und die Papiere. Und hier ist das zweite Band. Das NATO-Band ist noch unbenutzt. Das gab es 2005 serienmäßig. Ja, und es passt eben auch super zu der Uhr, wobei ich sie nur am Stahl trage. Für mich ist das die Tudor überhaupt. Denn sie hat auch noch das Ätherwerk drin. Und in Summe wurde die Uhr nur 18 Monate lang gebaut. Diese Uhr hat praktisch die kürzeste Produktionszeit ever in der Tudor-Geschichte. Es gibt keine Uhr, die nur so kurz gebaut wurde. Und es kursieren Schätzungen in den Foren und so, dass es ca. 7.000 bis 10.000 Uhren gibt. Und es gab sie in drei Varianten. Direkt am Lederband für 2.900 Euro. Und eben hier am Metallband für 3.200 Euro. Die Vintage-Neuauflage kam ja erstmals 2012 raus. Da haben sich alle schon gefreut. 50er, 60er Jahre Charme kommt wieder raus.
Jedoch gab es dann die Uhr erstmal nur mit der roten Lünette. Und alle haben gesagt, boah, ja, ist ja ganz nice, aber eigentlich nicht so, wie wir es haben wollen. Dann endlich 2014 gab es wieder eine neue, und zwar mit blauer Lünette. Ja, auch ganz nice, aber eben auch nicht das, was man haben wollte. Und 2015 dann eben die schwarze mit schwarzer Lünette und am Stahl. Und das ist genau das, was die Fans gewollt haben. Diese Uhr ist auch am höchstpreisigsten von allen, sei es bei Chrono24 oder sonst wo. Und ja, ich trage diese Uhr einfach unheimlich gerne. Hier seht ihr sie am Handgelenk. Geile Uhr, ne? Also ich finde es mega. Also mich macht sowas voll an. Und das ist auch eine meiner Daily Walkers, die ich sehr gerne auch zum Anzug trage. Ansonsten erwische ich mich ziemlich oft mit dieser Uhr, gerade im Wechsel mit der Squale und mit der G-Shock, die ich euch gleich noch zeige. Interessant ist eben, dass hier das ETA 2824-Werk verbaut ist. Bei der 30er gibt es nur noch das Tudor-eigene und kein ETA mehr. Und das macht die Uhr eben so besonders. Und eben aufgrund der Tatsache, dass sie nur 18 Monate lang gebaut wurde, dann kamen schon die neuen Modelle raus. 41 mm haben wir hier. Wirkt überhaupt nicht so groß. Durch die angeschrägte Lünette und durch das Glas, was hier so hervorsticht. Es guckt so ein bisschen raus. Ja, dadurch wirkt sie sehr klein am Handgelenk, was ich echt super finde. Obwohl sie ja eigentlich so groß ist. Deswegen sage ich immer wieder, man kann nicht nach Millimetern gehen, wenn man sich eine Uhr kauft. Denn auch eine 42er kann am Handgelenk super aussehen. Selbst wenn man nur 41er trägt. Verschraubte Krone haben wir hier natürlich, klar. Hier seht ihr das Gummi. Sehr geiler Vintage-Charme, oder? Bam, 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 Bamford. Aha, das ist was richtig Geiles. Auf so einen Scheiß stehe ich, Leute. Und zwar sehen wir hier die Bamford UK-Variante. Die in der Blumenverpackung. Und das gucken wir uns jetzt sofort mal an. Das heißt, ich nehme den Schober hier einfach ab. Sehe dann schon die Verpackung. Im Gegensatz zu der EU-Variante, die in der Dose kommt, gab es diese Variante nur im Store in London. So, und jetzt könnt ihr das Ganze praktisch aufklappen. Wie eine Blume auf dem Tisch bleibt es natürlich waagerecht stehen. Und dann könnt ihr die Seitenteile rausnehmen, abmachen sozusagen, öffnen. Ja, und dann seht ihr hier so die Uhr. Und das steht natürlich dann gerade auf dem Tisch, ne? Sehr geil, oder? Und hier haben wir das coole Stück. In dem sogenannten Bamford Blau. Es ist die zweite Kooperation. Klack, klack, schön magnetisch, klack. Und schon ist er wieder zu, der Koffer. Bamford hat ja schon als 18-Jähriger an Uhren rumgewerkelt und die Rolex Daytona, die hat er ja mal hübsch gemacht. Und seitdem veredelt er Uhren und ist dafür weltweit bekannt. Ich bin ja totaler G-Shock-Nerd. In den 80ern zu meiner Jugendzeit hatte ich ja die allererste G-Shock. Da war ich schon ziemlich geflasht. Zwischendurch ist es ein bisschen abgeerbt. Mittlerweile habe ich über 100 Uhren getestet, vielleicht sind es auch 200. Es gibt zahlreiche Videos bei mir im Blog. Es gibt zahlreiche Videos bei YouTube, ausführliche Infos, tausende von Fotos habe ich gemacht. Ich habe schon einige vor der Linse und vor der Kamera gehabt. Deswegen fällt es auch immer schwer, welche Uhr mein Daily Walker ist. Aber das ist einfach, boah, die macht mich so an, Leute. Dieses Blau, das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Die erste Daytona hat Bamford halt mit einer DLC-Beschichtung versehen. Und das ging steil durch die Decke. Und seitdem macht er solche coolen Ticker. Also jetzt guckt euch mal bitte die Farbe an. Das ganze Gehäuse ist auch IP beschichtet. Hier die Rückseite, die Drücker und der Drücker vorne. Mega geil. Was anderes kann ich dazu einfach nicht sagen. Mich macht sowas einfach voll an. Und ich habe schon ganz, ganz viele ins G-Shock-Lager geholt, die vorher nur mechanische Uhren haben oder gesagt haben, boah, eine G-Shock kommt mir nie an den Arm. Und mittlerweile lachen wir schon alle tot. Wie viele Leute von denen jetzt alle eine G-Shock tragen? Die Uhr kam 2022 raus. Im Jahr 2020 gab es schon eine erste Kooperationsuhr. Und wieso ist es die 6900er geworden? Das sogenannte Dreiauge, was übrigens die meistverkaufte Uhr in Amerika ist, dieses Modell. Deswegen nehmen auch ganz viele namhafte Prominente die 6900er als Vorbild, John Mayer und Co.
Da habe ich ja auch schon einiges zugedreht und getestet und schon gehabt und auch weiterverkauft und gekauft und für Kunden besorgt, die limitierten und so weiter. Ja, das zeichnen die Uhren eben aus. Und Bamford hatte selber eben auch, seine allererste G-Shock war eine 6900er. Deswegen freut er sich natürlich umso mehr, dass er diese Uhr in diesem Modell jetzt so realisieren konnte. Ich mag das mit dem Negativ-Display, man muss halt ein bisschen genauer hinkommen mit der Uhrzeit, aber ganz ehrlich, Leute, boah, darum geht's doch gar nicht. Hier ist, guck mal hier, geil, ne? Passt auch mega zu meinem Polohemd hier mit den Blautönen. Mich macht die Uhr echt an. Ja, und die aus London, die ist eben was ganz Besonderes, weil es sie eben nur in dem Store in London gab. Und dann gibt's noch was richtig Exklusives. Und zwar gibt's praktisch die Verpackung hier, die Umverpackung, noch mit der Originalunterschrift. Bamford hat da bei ein paar Verpackungen hinten seinen Kaiser Wilhelm drauf gemacht und die sind natürlich jetzt gerade auch sehr heiß begehrt. Sind immer schöne Wertanlagen. Ihr müsst das immer so sehen, wenn eine Rolex 15.000 kostet und sie jetzt 30 kostet, hat sie sich verdoppelt. Bei den Modellen ist das ähnlich. Die Uhr hat, glaube ich, mal 159 Euro gekostet, als sie rauskam. Und jetzt innerhalb der kurzen Zeit müsst ihr so im Schnitt 300 Euro hinlegen. Wenn er die UK-Variante hat, wahrscheinlich 400 bis 500. Wenn er die mit Unterschrift hat, habe ich schon gesehen, dass es für über 1.000 Euro verkauft wurde. Die richtigen Kooperationsuhren von G-Shock lohnen sich für Sammler auf jeden Fall. Es gibt halt auch viele Modelle, die gibt es einfach auch nur in Japan oder ähnliches. Und ich habe da ein riesen Netzwerk an Händlern und an Sammlern. Wenn jemand mal eine ganz besondere Uhr sucht, eine ganz besondere G-Shock, die er nirgendwo findet, dann sagt er gerne Bescheid, dann kann ich mich da mal drum kümmern und vielleicht kann ich sie ja besorgen. Und wenn einer noch was ganz Besonderes rumliegen hat, auch sofort eine Info an mich. Dann gucke ich mir das gerne auch mal an und gucke, ob ich vielleicht einen Käufer habe. Sowas findet ihr auch ganz viel in meinem Blog. Ich bin auch bei ganz vielen Modellen immer einer der Ersten, der über die Uhren berichtet. Also schaut einfach mal rein, wenn ihr euch für G-Shock interessiert. Ansonsten nochmal ganz lieben Dank, Florian, dass ich hier sein durfte und dass ich mal drei Uhren, drei Daily Rocker vorstellen durfte. Ist ja nicht selbstverständlich. Und euch Zuschauern, ich hoffe, es hat euch gefallen. Fragen gerne in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen, auch im Blog. Im Shop gibt es einen Live-Chat. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mal einen Wrist-Shot da lasst. Schönen Handgelenkschuss in meiner Community. Das ist im Moment die belebteste Gruppe, der tägliche Wrist-Shot. Meldet euch einfach an, ladet mal eure Uhr hoch. Ihr könnt dort anderen folgen, ihr könnt liken, ihr könnt untereinander chatten, ihr könnt eure Insta-Profile, YouTube-Profile und ähnliches hinterlegen, dass es direkt verlinkt ist und. Kleines Instagram für Uhren auf Deutsch. Schaut einfach mal rein, ich freue mich. Also in dem Sinne, haut rein, macht's gut. Ciao. Ja, hallo Flo, vielen Dank, dass ich Teil deiner Community-Uhren sein darf. Wir haben nach wochenlangem massivem Regen jetzt August in seiner brutalsten Form, über 30 Grad. Du kennst mein Arbeitszimmer, du kennst mein kleines Studio, da wäre es jetzt definitiv nicht auszuhalten gewesen. Deshalb habe ich mein Equipment, meinen kleinen Satz quasi zusammengepackt, bin in den Wald, um dir hier meine aktuellen Lieblingsuhren zu zeigen. Die erste Uhr, die ich dir zeige, ist nicht scharf, sehe ich gerade. So. Die erste Uhr ist die Mühle SAR Rescue Timer. Es gibt mehrere Gründe, warum mich diese Uhr so fasziniert und im Grunde nur einen, weswegen ich sie nicht mit 100 Punkten bewerten würde. Wie du weißt, habe ich einige sehr große, sehr robuste Uhren in meinem Portfolio, wie zum Beispiel die Sinu 1, die Sinu X Sansibar oder auch die Stova Pro Diver. Alles Uhren mit 500 und mehr Meter Wasserdichtigkeit, massivem Gehäuse, richtige schwere Brocken und massiv. Und von den Spezifikationen reiht sich diese Uhr in die Reihe ein, bei aber deutlich kleineren Maßen, einem viel runderen, angenehmer, tragbaren Gehäuse. Eine Uhr, die im Alltag überhaupt nicht drückt, die sich perfekt tragen lässt und trotzdem
die Spezifikationen der richtig schweren Trumps aufweist. Und das mag ich an der Uhr, ebenso die Tatsache, dass sie nachts unglaublich toll und lange leuchtet. Dazu ein Stahlband, wie man es nicht oft hat, mit den Kautschuk-Einlagen. Die Lünette hier oben aus Kautschuk, sodass Einschläge nicht zwangsweise zu Dellen und Ditches führen, sondern hier abgefedert werden. Wirklich klasse. Das Einzige, was ich nicht so dolle finde, ist die Datumslupe. Ich bin eh nicht der Riesenfreund von Datumslupen. Und diese ist jetzt auch noch unten in das Glas eingeschliffen, sodass man wirklich von sehr gerade drauf gucken muss, um das Datum lesen zu können. Aber das ist für mich nur eine kleine Einschränkung einer ansonsten, wie ich finde, wirklich richtig grandiosen Uhr, die ich unglaublich gerne trage. Oh, jetzt habe ich schon einen Tropfen drauf, weil mir die Brühe runterläuft, weil es so warm ist. Ja, also das ist eine der Uhren, an die ich immer denken muss, wenn ich gerade eine Auswahl treffen muss oder möchte. Die zweite Uhr, und das wird dich jetzt definitiv nicht überraschen, weil du sie schon in einem anderen Video gesehen hast, ist die Mark & Sons Sports Professional in Schwarz-Gelb mit dem schwarz-gelben Hirsch Performance Band. Eine Uhr, die ich richtig feiere, die auch jetzt hier im Wald mit der Farbgebung natürlich klasse aussieht, sich wirklich super macht, nicht zu hoch baut. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch sehr, sehr, sehr begeistert von. Insbesondere auch, was den Preispunkt betrifft. Die gibt es für knapp über 700. Die Mühle muss ich noch nachreichen. Die war bei 1850, glaube ich, aktuell. Oder knapp unter 2000. Ich werde gerade hier von Mücken gestochen und füttere gerade die Stechfliegen. Ja, das ist wirklich eine Uhr, die ich von der Qualität, von der Machart und auch vom Design her fast für zu billig erachte. Man soll das ja eigentlich nicht sagen, aber das ist für mich wirklich ein richtiger Preis-Leistungssieger und eine Uhr, die ich immer wieder und auch häufig gerne trage. Die letzte Uhr ist eine Uhr, die du auch kennst. Davon bin ich fest überzeugt, dass du sie kennst. Vielleicht nicht unbedingt in der Ausführung, die ich dir jetzt zeige. Und zwar handelt es sich hierbei um die Van Dach Tiefsee in der Variante Goldkraft. Ich habe schon die blaue Variante der Tiefsee und war immer der Meinung, dass Bicolor oder Gold nichts für mich ist, muss aber gestehen, diese Variante mit den sehr dezenten Goldapplikationen hat es mir richtig angetan und die trage ich auch sehr, sehr gerne bei einem Preis von um die 500 Euro. Auch eine Uhr, die sehr viel bietet und sehr viel leistet für ein vergleichsweise kleines Preisschild. Und das ist eine Uhr, die ich meiner Meinung nach überall tragen kann, sowohl im Sportstudio als auch bei Freunden auf ein Bier in einer gemütlichen Kaminrunde. Mit dem Gold vielleicht nicht gerade jetzt hier im Wald, aber auch da ist sie nicht komplett fehl am Platze. Das sind meine drei Uhren, die ich im Augenblick am häufigsten im Kopf habe, wenn ich an eine Uhrenwechsel denke. Ja, die eine oder andere kanntest du ja schon, aber ich hoffe, ich konnte dich trotzdem überraschen. Das schwankt bei mir auch immer, weil ich einfach genug Uhren habe, um auch wechseln zu können. So richtige Favoriten, die ich permanent und dauerhaft trage, habe ich nicht. Aber diese drei sind die Uhren, an die ich zumindest aktuell am häufigsten denke, wenn es darum geht, eine für den Tag auszuwählen. Hallo Flo, hallo liebe Uhren-Community. Ich freue mich ganz besonders, dass ich bei diesem coolen Format dabei sein darf und präsentiere euch heute drei meiner aktuellen meistgetragensten Lieblingsuhren. Zu meiner Person, ich bin Harry Liebling, bin YouTuber und Instagrammer, auf YouTube zu finden unter Lieblingstalk und auf Insta unter Harry-Liebling. Lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen zur ersten Uhr. So, meine Lieben, die erste Uhr, die ich euch vorstelle,
ist meine so gesehen erste Rolex gewesen, erste Luxusuhr, die ich mir 2003 gekauft habe. Die Rolex GMT2 Coke am Oysterband, Referenz 16710 mit dem Kaliber 31,85, circa 48 Stunden Gangreserve, eine Wasserdichte von 100 Meter, eine zweite Zeitzone durch die GMT-Funktion hier zu sehen mit dem roten Zeiger, 40 mm Durchmesser, circa 12 mm in der Aufbauhöhe und ein überschaubares Lack-to-Lack von 47,5 mm. Wie gesagt, diese Uhr wurde die letzten 20 Jahre von mir gerockt und auch wirklich getragen. Sie wurde bis jetzt einmal aufgearbeitet, würde ich aber nicht mehr machen. Also meine Uhren werden generell nicht mehr aufgearbeitet, weil ich sage immer, jeder Kratzer erzählt eine Geschichte und ist wie eine Zeile in einem Tagebuch. Also drum, wie gesagt, noch immer wie am ersten Tag begeistert meine erste Rolex und die erste Uhr, die ich euch vorstelle. Dann kommen wir zum fliegenden Wechsel gleich zu der zweiten Uhr, die ich euch vorstellen möchte. Ist eine eher junge Marke, man, Formex gibt es jetzt schon seit ungefähr 20 Jahren oder ein bisschen über 20 Jahren, wurde aber vom Raphael 2015 neu übernommen und ist eine meiner absoluten Lieblingsmarken, in dem Fall jetzt die Reef GMT. Ja, ich weiß, schon wieder GMT, bringt es irgendwie so mit sich. Ich habe relativ viele GMTs. Ist in dem Fall jetzt 300 Meter wasserdicht. Angetrieben wird das Ganze durch das COSC-zertifizierte Selita-Werk, das 330-2, auch wieder mit ungefähr 48 Stunden Gangreserve. Und wie gesagt, auch diese Uhr hat eine zweite Zeitzone, eine GMT-Funktion. Sie ist 42 mm im Durchmesser, ich muss aber sagen, sie trägt sich eher wie eine 41er, also die ist jetzt nicht so brutal groß, wie man glaubt. Sie ist ja nicht wirklich hoch mit 11,4 mm Aufbauhöhe, für das, dass eine GMT-Funktion hat, also unter Datum und hat ein Lack-to-Lack von 47. Warum ich die Marke so liebe? Nicht nur, weil ich das ganze Unternehmen sehr schätze, es ist ja die Uhr an sich. Du kannst jetzt nur mit einem Handgriff die Lünette lösen und kannst die Uhr wandelbar machen mit der Wechsellünette. Einfach draufgesteckt, runtergenommen, fertig. Und genauso kann man das auch dann mit den Bändern machen. Es ist hinten ein Schnellbandwechselsystem drauf, wo in wirklich mit einem Druck das Band gelöst wird und auch wieder dann fixiert. Was für mich immer wichtiger wird, was ich schon festgestellt habe, ist eine massive Feinverstellung, eine gerasterte. Also man kann am Arm, ohne die Uhr runterzugeben, auch den Tragekomfort verstellen. Und wie gesagt, es gibt da natürlich dann auch jede Menge Bänder dazu. Ich habe da 4 Bänder dazu. Das heißt, das Meshband, Lederband, Kautschukband, auch diese Bänder haben eine Feinverstellung drinnen, die man nur mit Knopfdruck wieder verstellen kann. Und das sind ganze 8 mm, auch mit einer Faltschließe. Also wie gesagt, die Uhr ist extrem wandelbar und ich bin da nach wie vor sehr begeistert davon. Wie gesagt, wieder Anklick, Lünette drauf, einmal draufdrücken, einrichten, fertig. Und wie gesagt, das Band geht sehr rasch wieder zum Fixieren. Uhr wieder drauf und fertig. Das ist jetzt meine zweite Uhr, die ich euch vorstellen möchte. Und zu guter Letzt kommen wir zu meiner Grail Watch. Ich weiß, viele haben da den Begriff Grail Watch. Ja, jeder sieht den anderen. Für mich ist eine Grail Watch wirklich eine Grail Watch, sprich, es gibt darüber nichts mehr für mich. Und da ich natürlich, wie die meisten wissen, Rolex-Fan bin, habe ich mir jetzt heuer zum 50. Geburtstag eben die Skydweller mit Jubiläband in dem Fall, da meine ganzen Rolex in Wirklichkeit mit Oysterband sind, aber diese wollte ich eben am Jubiläband haben. Ja,
Rolex Guide wäre der Jubiläband Referenz 326-934. Ist noch das Vorgängerkaliber, das 9001, aber schon mit den 72 Stunden Gangreserve. Wieder 100 Meter wasserdicht. Zweite Zeitzone, ja, auch die ist wieder GMT. Ich weiß, ist jetzt die dritte. Mit dem inneren Ring hast du praktisch die zweite Zeitzone drauf. Und was an der noch besonders ist, es ist die Rolex mit der größten Komplikation. Also da ist ein Saros-Jahreskalender drauf. Das heißt, wenn es genau schaut, da jetzt auf der 9, wenn wir im September haben, seht ihr einen roten Punkt. Und Oktober, November, Dezember, das geht dann so weiter. Und man braucht sie nur einmal wirklich einstellen, den Kalender. Das ist eben im Februar, weil der Februar eben die 28 und 29 Tage hat und die Uhr mechanisch nur 30 oder 31 unterscheiden kann. Das heißt, das ganze Jahr springt es problemlos weiter, nur im Februar gehört es einmal nachgestellt. Und was natürlich auch noch, die Ring Command System, du stellst die Uhr, indem dass du dreimal kannst du die Krone, Entschuldigung, die Lünette weiterdrehen und über die Krone dann verstellen. Also das ist auch einzigartig, sprich du hast einen Teil des Uhrwerkes nach außen geholt. Also finde ich wirklich absolut cool und für mich ist das meine Grail Watch und freue mich jeden Tag, wenn ich da wieder drauf schaue. Wie gesagt, wir reden da von 42 mm, was meines Erachtens für mich der Sweet Spot ist. Also der 42 mm ist einfach meine Größe. 13,9 Aufbauhöhe und 50 Lack to Lack. So, meine Lieben, das waren meine drei Uhren. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Flo, lieben Dank, dass ich teilnehmen durfte. Community, vergesst nicht, beim Flo einen Daumen nach oben und wenn noch nicht gemacht, ein Abo da lassen. Support ist kein Mord, das Wichtigste, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald. Ciao, Baba. Ja, Hallöchen, meine liebe Flomp-Community. Ich wurde ja auch gebeten, euch ein paar Uhren vorzustellen, die ich tatsächlich regelmäßig trage. Und ich muss euch sagen, das ist bei mir echt schwierig. Also ich habe wirklich lange hin und her überlegt und ich könnte jetzt auch 5 oder 6 oder 7 oder 8 Uhren hier nennen, aber ich musste mich am Ende ja entscheiden. Also sind es diese drei hier geworden. Diese drei sind die drei, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Und ich glaube, die spiegeln so ein bisschen auch meinen Alltag etwas wider. Fangen wir mit der ersten an. Fangen wir mit der G-Shock an. Das ist die Gassan. Eine auf, ich weiß es nicht, ich glaube 500 Stück limitierte. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich das jedes Mal wieder vergesse. Es steht aber hoffentlich hier drauf. Ja. 500 Stück limitierte Uhr, die es in Deutschland, ich weiß nicht, 5-6 Mal gab oder sowas, oder 10 Mal Maximum. Ich habe sie durch ein bisschen Kontakte und Glück bekommen. Und diese Uhr ist vor allen Dingen dadurch auffallend, weil sie von einem japanischen Schwertschmied mit entworfen und entwickelt wurde. Auch dementsprechend sind hier japanische Schriftzeichen auf der Seite von Hand eingraviert. Sie hat ein wahnsinnig interessantes Gehäuse, das aus verschiedenen, mit einer Layer-Technik gearbeitet wurde, das dann wiederum, ich glaube, Laser gecuttet wird. Und da sieht das so ein bisschen aus wie Damast. Sie hat so einen leicht gräulich-blauen Schimmer. Eine wunderschöne Uhr, wenn man natürlich auf große G-Shock-Uhren steht und wenn man bereit ist, für diese Uhr 7.500 Euro zu zahlen. Ja, eine G-Shock für 7.500 Euro, das ist sehr viel. Aber tatsächlich kenne ich mittlerweile mindestens nochmal zwei Leute, die diese Uhr damals auch gekauft haben, nachdem ich sie vorgestellt habe. Also es ist definitiv so, dass diese Preise längst für G-Shock auch bezahlt werden. Manche packen sich dann an den Kopf und sagen, eine Quarzuhr für den Preis. Ja, auch ich bin ja kein Verfechter von Quarz. Aber ja, Träumchen wäre es, wenn da jetzt irgendwie ein Automatikwerk drin wäre. Aber es ist halt ein G-Shock und da passt nichts Automatisches rein. Und sie trage ich tatsächlich im Alltag. Also es ist auch eine Uhr, die ich wirklich outdoor beim Angeln oder sonst irgendwas trage. Das ist nichts, was bei mir geschont wird oder so. So, dann kommen wir zu einer weiteren Uhr, mit der ich ja viel verbinde irgendwo, weil ich auch hier natürlich zur Marke eine lange Bindung durch meinen Kanal habe. Hier habe ich, hier spreche ich von Hublot und zwar von der Mecca 10.
Hublot war eine der ersten wirklich großen Luxusmarken, die bereit waren, damals vor 7 Jahren mich zu unterstützen und haben mir Big Bang mit Magic Gold und sowas geschickt. Sie kostete damals auch über 20.000 Euro, 25.000. Die wurde mir einfach zugeschickt und ich konnte sie einfach reviewen, ohne dass ich irgendwas machen musste. Und das Vertrauen habe ich immer honoriert und für mich war schon vorher klar, ich mag Hublot. Warum? Groß, robust und das ist auch die Mecca 10. Das Besondere an der Mecca 10 ist 10 Tage Gangreserve. Sie hat zwei Federhäuser und die kommen dann zusammen eben auf die 10 Stunden Gangreserve. Das Interessante ist, von hinten, wenn man sich die Uhr von hinten einmal anschaut, dann kann man auch diese beiden Federspiralen erkennen, diese beiden Federgehäuse erkennen und es ist wunderschön aufgebaut, dieses Werk. Es ist wirklich eines der wenigen Werke, die für mich eine absolute Alleinstellungsmerkmal durch ihre parallel laufenden Brücken hat. Also das ist ein Werk auf einem wirklich hohen Niveau mit einer wunderschönen Optik. Also ja, ich werde jetzt den Vergleich nicht ziehen, dann kriege ich nicht einen auf den Deckel, aber sie ist schon wirklich toll. Sie hat mehrere Gangreserven, Anzeigen auch, einmal mit 10 Tagen, mit Zahlen, die in einem kleinen Rechteck dann auftauchen, dann wisst ihr immer, wie viele Stunden Gangreserve ihr noch habt. Ihr habt gleichzeitig auch ein Zahnrad, das ihr oben seht und das im Prinzip dann auch von rechts nach links wandert, glaube ich. Und auch nochmal zusätzlich Gangreserve anzeigt, dezentrale Sekunde. Ja, für mich eine der schönsten und variabelsten Uhren. Sie ist in Titan, in Silber auch dann gehalten, perliert. Und wenn ich da mit einem Klick einfach die Bänder wechsle, dann habe ich schnell aus einer, ich sag mal, eleganten Uhr eine sportliche Uhr mit einem knallgelben Band gemacht oder so. Also das schätze ich an Hublot sehr. So, dann, lange Rede, kurzer Sinn, letzte Uhr. Diese Uhr habe ich erst seit kurzem in der Sammlung, aber sie hat wahrscheinlich schon mehr Tragezeit bekommen als ganz, ganz viele andere meiner Uhren. Das hängt damit zusammen, dass ich selber Jäger bin. Und was liegt nahe, als sich eine Sinnjagduhr zu gönnen, wenn man Jäger ist? Jetzt kann man lange hin und her philosophieren oder eigentlich kann man es nicht. Für die Jagd wird diese Uhr heute nicht mehr benötigt. Sie hat eine Mondphase und früher hat man so gesagt, der Sauenmond, wenn der quasi, also der Vollmond da ist und ihr ein klares Wetter habt, dann könnt ihr auch noch dann ohne Hilfsmittel die das Wild ansprechen, also sprich die Schweine erkennen und einen ordentlichen Schuss abgeben. Aber auch das muss ich sagen, aus der Sicht eines Jägers ist das nicht so ganz korrekt. Also wirklich Vollmond, ja, man sieht noch was, ja, aber wirklich das Wild so zu erkennen, dass ihr einen ordentlichen Schuss abgibt, da ist viel Glück dabei und deshalb bin ich ganz froh, dass man heutzutage Nachtsichttechnik nutzen kann und das entbehrt dann so ein bisschen dieser Mondphase, die hier auf der Sinnuhr ist. Aber es ist halt nicht nur das, was hier interessant ist, sondern einfach ist es eine robuste Uhr. Sie hat das tegmentierte Gehäuse, das heißt, sie ist kratzresistent. Es ist einfach schön, eine Mondphase zu haben. Sie ist zurückhaltend, in grün gehalten. Sie ist nicht so reflektierend, was auch manchmal ganz sinnvoll ist. Sie ist sehr schnell auch waschbar. Man kann so hier durch das Kautschukband, gerade wenn man sie auch verschmutzt, was natürlich, wenn man wild erlegt hat, auch schnell passieren kann, ist sie ultra einfach waschbar. Also auch das Band sauber, kann man sehr schnell sauber machen. Auch die Schließe gehört für mich zu einem der besten Schließen am Markt. Richtig robust, richtig groß, auch tegmentiert. Wenngleich interessanterweise habe ich hier ein paar kleinere Schraffuren von Kratzern schon drin. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ja, Trockenhaltetechnik, AR. Eine Sinn halt. Eine Sinn Toolwatch. Ja, und die passt zu mir, die habe ich ständig an. Wenn ihr mal gucken wollt, ich habe auch noch einen Jagdkanal. Hoffentlich der Flo lässt es gleich drin. Expedition Wildfahrt. Dann seht ihr mich auch mal draußen in der Natur. Und ja, da werdet ihr auch feststellen, habe ich oft die Sinn dabei. So, das waren meine 3 Uhren schweren Herzens. Ich meine, ich habe jetzt hier gerade eine gekriegt und die schleiche ich schon lange, lange rum. Planet Ocean in Orange mit dieser orangen Lünette, noch aus Aluminium. Wird garantiert eine Uhr sein, die ich häufig trage. Ich habe so vieles noch rumliegen. Eine Bicolor Sea Dweller, auch eine Uhr, die ich häufig trage.
Ich wechsle teilweise dreimal am Tag die Uhren. Das kann passieren. Also von daher schwierig. Aber diese Uhren hier habe ich relativ lange teilweise schon in der Kollektion. Und dementsprechend trage ich sie auch oft. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu viel zugeblubbert. Und jetzt viel Spaß noch beim weiteren Video vom Flo. Ihr habt mich ja bereits im Intro gesehen, deswegen wechsle ich in meine typische Review-Perspektive und möchte euch jetzt die drei Uhren zeigen. Ihr seht sie schon so ein bisschen durchlaufen, die ich derzeit am häufigsten trage. Und das ist wirklich eine absolute Momentaufnahme, denn es wechselt nahezu täglich bis wöchentlich, welche Uhr gerade welche Wristtime kriegt. Ich habe so ein bisschen danach geguckt, aus jeglichen Preissegmenten, die ich abbilde, auch eine Uhr zu zeigen. Das hat wunderbar gepasst, denn die Uhren werden tatsächlich entsprechend oft getragen. Und wir starten mit der Citizen. Die Citizen ProMaster Unite with Blue habt ihr mit Sicherheit schon in einigen meiner letzten Videos gesehen und dass sie so häufig auftaucht, hat einen Grund. Denn ich finde, diese Uhr ist, was Preis-Leistung angeht, wirklich, wirklich gut. Im Vordergrund steht hier ganz klar das Zifferblatt. Das ist in Kooperation mit Fujifilm entwickelt worden. Angetrieben wird die Uhr von der EcoDrive-Technologie. Das heißt, das Zifferblatt ist lichtdurchlässig, so kann sich dann letztlich das Werk aufladen und soweit ich weiß, bis zu einem halben Jahr ohne zusätzliche Lichtquelle bei voller Aufladung auskommen und präzise die Zeit anzeigen. Also definitiv eine Uhr, wo das Zifferblatt zwar im Vordergrund steht, aber auch jede Menge Funktionen geboten wird. Die Farben des Zifferblattes changieren so zwischen Grün und Blau und sollen, so heißt die Uhr ja auch Unite with Blue, die Weltmeere darstellen, die im Prinzip die Kontinente dieser Erde verbinden. Also eine sehr, sehr interessante Sache und die Lunette setzt dieses Farbschema nochmal fort. Das Ganze kommt an einem Kautschukband und ist wasserdicht bis 200 Meter bei einem Durchmesser von ca. 44 mm. Das ist also definitiv keine Uhr, die ihr tragen solltet, wenn ihr zu kleine, schmale Handgelenke habt. Genauere Reviews zu dieser Uhr bzw. zu den weiteren Uhren findet ihr auch nochmal bei mir auf dem Kanal. Deswegen schaut bei Interesse an einer der einzelnen Uhren dort gerne vorbei. Wenn ich nur eine Luxusuhr haben dürfte, dann wäre der Black by Chrono mit dem Panda Dial ein ganz heißer Kandidat, denn ich finde, diese Uhr steht wirklich für sich allein. Man hat einen Chrono, man hat eine hochwertige Uhr mit einem gewissen Prestige, man hat das beliebte Panda Dial, es gab ja mal einen regelrechten Hype um diese Uhr, der ist allerdings in meinen Augen vorbei. Ich habe sie jetzt mehrfach bei Händlern liegen sehen, das heißt, wer euch etwas anderes erzählt, der macht ja den berühmten Move mit der Wartelisten-Mythologie einfach nicht darauf eingehen. Von der Größe haben wir hier das nahezu optimale Maß, zumindest für mich, von 41 mm im Durchmesser mit dem kostzertifizierten Automatikwerk mit 70 Stunden Gangreserve. Ein gewölbtes Saphirglas ist dabei, die Lünette ist feststehend und wasserdicht ist die Uhr bis 200 Meter. Also aus sämtlichen Gesichtspunkten in meinen Augen, wie gesagt, diese berühmte One Watch Collection. Die Gangreserve ist lang genug, als dass man sie übers Wochenende liegen lassen kann. Sie ist wasserdicht genug, als dass man mit ihr schwimmen gehen kann oder sogar mal ein bisschen tauchen. Der Look, das Design ist zwar sportlich, geht aber sicherlich, gerade wenn man vielleicht das Band auch noch wechseln mag, auch zum Anzug und zu eleganteren Smart Casual Anlässen. Eine der wohl ausgefallensten Uhren in dieser Zusammenstellung von mir und auch generell in meiner Sammlung ist der TAG Heuer Monza Flyback Chrono aus Carbon. Eine sehr ikonische Uhr, die Monza, die dieses Jahr neu aufgelegt wurde und in meinen Augen das Release des Jahres bisher war. Ich habe keine Uhr gesehen, die mich
auf Anhieb mehr begeistert hat und es gibt an meinen Augen wenige Uhren, die an diese Uhr herankommen. Viele sagen, es ist das klassische Monstermodell, das hier verschandelt wurde. Ich sehe das ganz anders. Ihr wisst, ich stehe auf etwas extremere, ausgefallenere Designs und das hier trifft für mich voll ins Schwarze. Sie hat eine Größe von 42 mm bei einer Wasserdichtigkeit von 100 Meter. Das Gehäuse ist aus Carbon, die Drücker nicht, aber ansonsten alles. Und das Armband ist ein gut anliegendes Textilband mit einer Fallschließe. Das Zifferblatt ist hier natürlich der Eyecatcher neben dem Material Carbon. Wir haben hier dieses rauchige Glas, dieses rauchig blaue Glas im Chrono. Die Datumscheibe, by the way, da habe ich leider keine Aufnahme von, ist komplett mit Superluminova belegt. Das heißt, sie leuchtet nahezu im Ganzen. Und als Uhrwerk wurde das Calibre Heuer 02 verbaut, kostzertifiziert, eben mit der genannten Flyback-Funktion und einer Gangreserve von 80 Stunden. Mein persönliches Highlight ist, wie gesagt, diese Uhr für mich, ich wiederhole mich, das Release des Jahres und dementsprechend wollte ich sie euch nicht vorenthalten. Jetzt gebe ich gleich ab an mich selber ins Outro, möchte euch mit den Bildern meiner Uhren sozusagen nochmal etwas alleine lassen, in dem Sinne, als dass ich die Gelegenheit nutze, um mich nochmal bei allen Teilnehmern zu bedanken. Schaut dort überall beim David, beim Markus, beim Axel und auch beim Harry natürlich auf den entsprechenden Kanälen vorbei. Ich habe euch jetzt einfach mal alle YouTube-Kanäle unten in die Videobeschreibung gepackt. Ich freue mich, dass ihr hoffentlich Spaß hattet beim Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr einen weiteren Teil wünscht, wen ich noch dazu holen soll und was euch alles zu diesen Zusammenstellungen an verschiedensten Uhren einfällt. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da und ich freue mich auf die nächsten Videos für und mit euch und gebe ab zu mir selber ins Outro. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Ich glaube, es war ein Video, das wirklich relativ lang ist für meinen Kanal, wo ihr viele verschiedene Uhren und Content Creator habt sehen können. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob eine Folge 2 von euch erwünscht ist, welche Uhren ihr besonders gut fandet und ob ihr vielleicht selber mal bei meinem Format Community Uhren mitmachen wollt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!